Hallo und herzlich willkommen zu Samen-Andi erklärt die Welt und den Garten hier in meinem kleinen, schnuckeligen Samenladen in der Frankfurter Innenstadt. Heute habe ich mir als Thema Mausefallen rausgesucht. Wie fange ich eine Maus? Und die Peter wird jetzt schimpfen. Ja, ich habe natürlich auch Tötungsfallen hier. Aber das hat auch einen Grund, wenn man eine Lebendmausefalle benutzt und die Maus wieder nach draußen bringt und sie aussetzt, ist das natürlich Verbreitung von Schädlingen. Da muss man auch ein bisschen Acht geben, dass einen der Nachbar nicht anzeigt. Hier seht ihr nochmal alle meine Mausefallen in der Übersicht. Wir fangen an mit den Lebendfallen, dann kommen die Schlagfallen, die Plastikschlagfallen, dann habe ich ein paar Wühlmausfallen und zum Schluss das modernste im Laden, der elektrische Stuhl für Mäuse, die Grillfalle. Die Maus bekommt einen Schlag und wird nicht wieder aufstehen. Auch ziemlich brutal. Und jetzt werde ich euch meinen Lehrling vorstellen, der die alle mal auslösen darf, nachdem ich sie gespannt habe. So, das ist Jonas. Jonas, sag mal hallo, Jonas. Hi. Wir stehen falsch rum, wir müssen hier hin. Viel besser. Wir fangen an mit den Lebendmausefallen. Ihr seht die hier. Ich halte sie noch mal ein bisschen genauer in die Kamera. Die sind meistens aufgebaut wie ein kleiner Käfig. Vorne ist ein Türchen. Und in der Mitte ist irgendein Auslösemechanismus. Und wenn die Maus dran zieht, ist sie gefangen. So. So wird sie gespannt. Einfach einhaken. Jonas, kannst du sie auslösen? Ja. Ja. Und jetzt haben wir den Jonas gefangen. Alle Schlagfallen, Lebendmausefallen funktionieren gleich. Das heißt, egal ob einfach oder doppelt, alle haben die Türchen, auch die große Rattenfalle hat das Türchen und die Maus wird gefangen. Gehen wir weiter zu den Schlagfallen. Hier haben wir grundlegend drei verschiedene Modelle. Die ganz einfache Schlagmausefalle gibt es in verschiedenen Ausführungen, auch als Rattenfalle. Das ist der Schlagbügel, der wird nach hinten gedrückt, festgehalten. Und hier vorne wird sie eingehakt. Die Falle ist jetzt schon gespannt. Und ausgelöst wird sie natürlich, indem die Maus auf das kleine Brettchen tritt. Ne? Vorher, das ist dieses berühmte Vorher, muss natürlich ein kleiner Köder hier reingelegt werden. Das funktioniert mit allen diesen Schlagfallen gleich. Kommen wir nun zu den etwas brutaleren Schlagfallen. Hier haben wir eine Wandfalle. Diese Wandfalle würde mir den Finger abhacken, wenn ich die falsch stellen würde. Deswegen muss man da ein bisschen vorsichtiger sein. Hier gibt es einen Sicherungsmechanismus. Wenn der drin ist, kann erstmal nichts passieren. Ich kann die Falle spannen, ohne dass ich mir die Hände abhacke oder die Finger. Auch hier wird es eingehakt. Jetzt wird die Falle an die Wand gelehnt. Der Köder ist hier vorne drauf. Jetzt entsichere ich sie und wenn dann die Maus oder die Ratte an den Köder zieht, hat man zwei. Du hast den Stock kaputt gemacht. Den ziehst du dir vom Lohn ab, Mann. Ähnlich brutal ist dieser Rattenfänger Wiener. Der hat eine Schlagkraft von 50 Kilogramm. Der haut von oben nach unten. Nicht so nett, also wenn da ein anderes Tier reinkommt, ist das natürlich auch sofort tot. Nicht gut, verkaufe ich sehr ungern nur an Profis. Bitte? Ein bisschen hochziehen das Ganze. Ja, komme ich nicht dran. Ja, genau. Brutal. Das ist die lustigste Falle im Laden. Das ist diese kleine Mäuseguillotine. Eine Dreilochfalle, die ist sehr schwierig zu spannen, deswegen mache ich das jetzt nicht vor. Die wird mit Bindfäden gespannt. Guckt in die Löcher rein, da kommt ein Köder hinten ans Ende vom Loch und die Falle wird gespannt, indem man hier durch diese kleinen Löcher oben und unten an Bindfaden bindet und sie sozusagen unten hält. Wenn jetzt die Maus den Faden abbeißt, löst die Falle aus. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Ein altbekannter Spruch, der genau hier seinen Ursprung hat. Plastikmausefallen. Leicht zu spannen, mit einer Hand im Prinzip zu spannen, die rasten sofort ein. Auch hier kommt ein Köder unten rein. Auch hier gibt es ein kleines Brettchen, wo die Maus drauflegen muss. In der Wucht stehen diese Plastikmausefallen, den Holzmausefallen in nichts nach. Die sind wirklich, wirklich gut zu spannen, kosten meistens ein bisschen mehr. Lassen sich dafür aber auch besser reinigen.
Ja, das heißt, wenn man mal so eine Maus zermatscht hat, und das wird nicht schön sein, kann man die mal mit kochend Wasser überschieben und dann ist schon wieder nicht ganz so eklig. Die kleinen Mäuse fallen dasselbe, aber die tun nicht ganz so weh. Ein Modell, was nie richtig funktioniert hat, stelle ich hier auch nicht weiter vor. Kommen wir nun zu den Wühlmausfallen. Wühlmäuse sind ein riesen Schädling im Garten. Und früher sahen die Wühlmausfallen so aus, irgendwelche Drahtgestelle, wo kleine Kinder sich prima die Finger mit verletzen können. Ah, da ist ja eins. Würdest du das mal bitte auslösen? Die Maus geht durch den Gang, die Falle wird so gestellt, die wird in den Gang eingelegt, es wird ein Eimer drüber gestülpt, dass von links und von rechts kein Licht einfallen kann. Und dann muss die Maus im Prinzip hier in der Mitte gegen diesen Stängelchen laufen. Die funktioniert so ähnlich, allerdings wird wieder eingehakt, muss die Maus hier unten an dem Dorn kurz ziehen und ist auch hops. Hier gibt es auch Lebendfallen, das ist eine Röhrenfalle, die funktioniert wie ein Ventil. Die Maus kommt rein, aber nicht mehr raus. Auch sehr trickreich. Hier muss man natürlich jeden Tag kontrollieren, sonst ist es die übelste Tierquälerei, wenn die Maus da mal länger wie einen Tag drin steckt. Hi! Willkommen zurück. So. Kommen wir nun zu den elektrischen Fallen. Die sind batteriebetrieben, die haben richtig Bums dahinter. Da sind metallische Plättchen im Boden eingearbeitet und wenn die in der richtigen Reihenfolge betreten werden, löst im Prinzip ein Kondensator aus und gibt den tödlichen Schlag an die Maus weiter. Das steht und fällt mit der Güte des Köders. Das heißt, wenn ich einen guten Köder benutze, irgendwas mit Raucharoma, also geräucherten Speck oder Erdnussbutter oder ein Stück Nussschokolade, dann ist das ziemlich sicher, dass die Maus da reingeht. Ich kann natürlich immer nur eine Maus damit fangen, muss die wieder entfernen und kann dann die nächste Maus fangen. Beziehungsweise auch für Ratten, die haben da noch mehr Bums. Ich packe das mal aus, damit ihr seht, wie sowas aussieht. Absolut, sieht aus wie das Shuttle bei Raumschiff Enterprise. Wenn ihr hier reinguckt, seht ihr die drei Kontaktflächen, die in der richtigen Reihenfolge betreten werden müssen. Das heißt, wenn nur hinten irgendwie der Kontakt geschlossen ist, passiert nichts. Es muss erst vorne was drüber laufen, damit er hinten schlägt. Der Köder wird hier hinten eingesteckt. Die Batterien kommen hier oben rein, da kommen die richtig dicken Dinger rein. Das Ganze hat auch einen Ausschalter. Hier ist es zu und so ist es scharf gestellt. Dann blinkt das Ding einmal und dann weiß man, es funktioniert. Der Preis ist relativ hoch. Der Effekt ist natürlich derselbe wie bei der Schlagfalle. Im Zweifel ist die Maus tot. Aber es ist ein neuer Ansatz. Wir haben ein bisschen Erfahrung damit gesammelt. Wir haben auch die ein oder andere Maus gefangen. Aber so der Riesenerfolg ist natürlich erst da, je mehr Fallen ihr aufstellt. Ne? Jungs, ich will einen Film drehen. Ach, ja. Sorry. Ich rede einfach weiter. Das heißt, je mehr Fallen ihr aufstellt, desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass eine Maus reintritt. Und dann bringt es nichts, wenn ihr nur eine Falle für einen riesen Lagerraum aufstellt. Generell gilt, wenn ihr eine Falle aufstellt, möglichst an die Wand stellen. Die Ratte und die Maus rennt immer an der Wand entlang. Selten quer durch den Raum. Nur wenn sie in Bedrängnis ist oder wenn Futter in der Mitte liegt. Aber deswegen auch hier, die Fängigkeit wird erhöht, wenn die Falle immer am Rand steht oder an der Wand steht. Ein gern gemachter Fehler bei diesen Lebendfallen. Und ich gebe zu, das ist mir auch schon passiert. Wenn diese Fallen auslösen, geht der Bügel, der Haltebügel nach oben weg. Und wenn hier jetzt das Ganze unter einem Regal steht, löst die Falle natürlich nicht aus. Deswegen sollten die nach oben fallen. Hier. Das war's auch schon. Ich hoffe, euch ist mein Riesensortiment Mausefallen jetzt bewusst. Wenn ihr irgendwie Probleme habt, schaut vorbei. Wir haben alles da. Bis dann. Macht's gut. San Andreas represent. Okay. Heute stellen wir euch die Mausefallen vor. Da gehören Schlagfallen, Lebefallen und elektronische Fallen. Mord ist immer gut. Blut, wir mögen es Blut.